Ja, willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr seht, spielen wir heute wieder Bullet League. Und wie ihr es auch hier seht, es ist gerade Ostern. Also da, wo ich es jetzt gerade aufnehme, ist Ostern. Aber wann das Video rauskommt, dann wird wahrscheinlich kein Ostern mehr sein. Also deswegen, wundert euch da nicht. Und ja. Was sehe ich jetzt hier, dass wir bei der Ausrüstung verbessern können? 70 haben noch, wir brauchen noch 3. Und hier auch noch 3. Okay. Das mache ich mal ein bisschen runter. Ja, da, wo die Sanduhr ist. Das heißt bloß, dass ich gerade ein Video gemacht habe und das jetzt gerade macht. Akzeptieren. Ja, genau. Aber darum geht es ja auch gar nicht jetzt, sondern ja, eben um Bullet League hier. Ich würde sagen, wir spielen jetzt erstmal Drop und Go. Ja, hier. Da brauchen wir, glaube ich, noch, da brauchen wir noch eine einzige Trophäe. Da haben wir die 100 Münzen. Gibt es ja noch lauter Sachen bei der Straße der Trophäe, auf jeden Fall. Hier sogar Lenkerstange. Ja, wir müssen. Okay, jetzt habe ich gemerkt, dass man. Solange man das macht, kann man nicht irgendwo reingehen. Früher war es ja so. Aber es ist jetzt ein neues Update, deswegen. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Jetzt haben wir hier noch so. Ja, alltägliche Mission. Steht ja auch oben drüber. Versuchen, irgendwelche zu schaffen. Jetzt bin ich hier. Okay, es geht, läuft noch. Ich bin so aus Versehen auf Skins gekommen. Die Skins gekommen. Aber ich glaube, das kann man so lange machen, oder? Wir können natürlich auch einen anderen nehmen jetzt. Aber ich glaube, ich behalte den Kendo erstmal. So, das dauert jetzt, ja, okay. Ich wollte gerade sagen, es dauert noch etwas, aber jetzt doch nicht. Also, geht's ran an den Kampf. Oder wie auch immer. Ja. Genau. Ich muss jetzt kurz warten noch. Und dann geht die Sache los hier. Wir sehen auf jeden Fall, dass ich eine Uzi habe und dass es leckt und dass hier das bisschen osterlich geschmückt wurde. Diese Fässer nämlich. Und warum muss die Scheiße jedes Mal lecken, wenn ich irgendwas aufnehme? Es ist auch einfach zum Kotzen. Es ist auch jedes Mal das Gleiche. Ja, langsam habe ich keinen Bock mehr, Alter. Jedes Mal, wenn ich irgendwas aufnehme, leckt es. Ich hoffe, das ändert sich jetzt gleich mal. Weil das kann ja nicht sein. Das ist doch jedes Mal dasselbe. Ich hasse es einfach. Aber ich glaube, jetzt so langsam wird's. Zack, weg mit dir. Ach, das ist ein Gegner, ich dachte. Ja, okay. Und zack, weg mit euch. Schild. Können wir so kurz nehmen. Und hier ein Medkit. Schildpack, eher gesagt. Ich glaube aber, jetzt wird es langsam besser mit den Legs. Ich hasse es einfach nur, dass es immer das Gleiche ist. Ist auch noch nie anders. Jedes Mal, wenn ich irgendwas aufnehmen muss, ist immer lecken. Und wenn ich so spiele, ist da gar nichts. Und Zweck ist mit dir. Ja, so wie manche haben es vielleicht auch schon. Der Bazooka. Manche. Wow. Ich wollte mal was sagen, aber geht ja nicht.
Ich bin tot. Manche haben ja gemerkt, dass und gehört, dass ich jetzt, der da einfach zugebaut, kann die LS20 mehr spielen, weil das halt sehr viel leckt und keinen Bock mehr macht. Okay, ich gehe mal jetzt schon mal in die Zone rein. Es ist aber auch so, klar, die Tierspiele hier lecken auch, also. Was, ich bin noch nicht eliminiert von der Todeszone. Also dann heißt es wahrscheinlich, wenn man, so, dann steht da Todeszone. Nee, das kann nicht sein. Ich bin nicht in der Todeszone drin gewesen. Auf jeden Fall haben wir das jetzt erfüllt hier. Dann können wir jetzt die 100 Münzen hier annehmen. Dann können wir auch gleich was verbessern. Jetzt kommt die ganze Werbung wieder so. Ich hoffe jetzt echt, es hört auf jetzt nichts. Das ist auch nur. Nee. Es ist. Ja. So, hier Minigun auf Level 6 und. Die können wir direkt normal. Aber ich glaube, ich würde erstmal sagen, dass wir den Revolver auf Level 6 machen. So. Dann haben wir ja noch 1 frei und wir sind noch bald Stärke Level 7. Und dann machen wir jetzt Solo-Modus und los. Ja. Genau. Hier guckt auch immer das freche Küken raus. Dann geht es auch gleich los. Hoffen wir, dass es weniger Lex sind. Weil das ist einfach. Das regt mich einfach nur auf. Weil das kann ja nicht sein. Dass es jedes Mal so sein muss. Jetzt sieht schon ein bisschen besser aus. Hier ist eine Uzi. So. Gib dich in die Sicherheitszone. Das sind wir schon. Ich sehe fast nichts, aber der ist weg. Weil hinter diesem Wasserfall. So. Hier hoch, zack. Da oben ist nochmal einer. Komm weg mit dir. Ja, weg ist er. Nimm mal den, wer ist nochmal? Den nehmen wir nochmal. Ja, wie heißt sie denn? Ich habe keine Ahnung. Ich bin dumm. Irgendwie. Ist es auch egal. Hoch. Noch ein Schuss. Weg ist er. Mir fällt der Name nicht ein. Ich habe gerade echt keine Ahnung, wie der heißt. Wie die heißt. So, hier hoch kurz bauen. Die Frage ist. Die Frage ist, wohin Medipick ist. Weil ich die krieg ich nicht besiegt. Die krieg ich absolut nicht besiegt ohne Medipack jetzt. Schild wenigstens. Wenigstens noch ein bisschen Schild. So. Trotzdem jetzt unbedingt. Da ist nochmal Schild. Ah, ich komme jetzt auch nicht mehr runter. Doch, man kommt sogar so runter. Schild noch, zack. Brauchen trotzdem Medipack. Ist trotzdem ein bisschen wenig. Wir sind schon mal in der Sion. Komm, da muss ein Medivac drin sein. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Wie da hat es keins drin ist. Ja, das sind sogar zwei. Mies. Echt mies. Das war jetzt wirklich miese Zeiten. Das war mir aber auch irgendwie klar, dass mich da noch einer kriegt. Ja,
dumm gelaufen. So langsam wird's mit den Lags. So. Ja. So, dann können wir die kurz noch öffnen. Ja, okay, das ist weg wieder, aber egal. Und was befindet sich hier? Was haben wir hier? Blaue Basen für Uzi. Und Schrotflinte, ja. Die können wir jetzt aufrüsten. Noch 60 Münzen. Schrotflinte, ja. Jetzt. Muss jemand mal merken mit mir. Dass die Schrotflinte heißt, wie auch sonst. Was Flinte können wir hier noch nicht. Dann haben wir das jetzt. 40. Schrotflinte Level 4. Und nächster Kampf. Machen wir das Solo. Ja, Solo ist eigentlich, finde ich, sogar besser. Naja. Der Kampf geht gleich los. Dann nehmen wir noch kurz El Fuego Loco. Und los geht's. Ja, aber ich dachte, wir können mal wieder einen anderen Skin nehmen. Oder Charakter oder wie auch immer. Und ja, ich habe es ja auf Deutsch gestellt. Deswegen steht da, jetzt hol die Beute oder stirb. Nochmal steht da, ja, das andere, ich werde es vergessen. Ich vergesse auch alles. Schunggewehr. Und der hat einen Sniper dabei gehabt. Hätte ja versuchen können, mich zu snipen. Von einem Zentimeter Entfernung. Hätte halt echt klappen können. Ja, okay. Man kann, glaube ich, hier so durch die Wände. Zack. Die Sniper ist halt schon... Aber wir haben halt keine Munition mehr für Sniper, deswegen ist sie auch so weg. Schade. Aber wir haben einfach angekillt mit einem Shot auf den Kopf. Headshot. Also jetzt gerade nicht, aber... So, Schild kurz nehmen. Und klack. Ja, macht's klack. Wahrscheinlich macht's klack, oder? Nee. Schade, dass wir jetzt den Sniper weg haben. Nächster Kill. Nochmal Schild hier. Ich würde sagen, wir tauschen das aus so. Sturmgewehr ist mir lieber als Revolver. Der ist ein Premium-Mitglied. Nein! Aber den Premium-Mitglied, oder wie man es auch nennt, den habe ich besiegt. Da fehlt gar nicht mehr so viel zum nächsten. So. Und dann machen wir jetzt direkt den nächsten Kampf. Ja. Können wir mal schauen, hier hat es auch eine Menge Skins auf jeden Fall. Der sieht nice aus. Auf jeden Fall. Der. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt gar nichts mehr. Da kommt vor allem die genau die Katze. Ja, will das bauen? Ja, das wissen wir schon. Und los! Revolver. Ich wusste jetzt auch gar nicht, dass man hier so runtergehen kann. Da entdeckt man einfach so, auch wenn man das Spiel schon Ewigkeiten spielt, einfach so neue Dinge, die man noch nicht so wusste. Oh, verrückt. Aber das passiert halt. Ich glaube, da war irgendein Sniper, ja. Wir könnten hier natürlich auch, genauso wie wir es in Super mal gemacht haben, uns hier campen. Und gekillt. Wo ist er?
Jetzt. Ein anderer. Erfolglogo. Die Zone, die Zone, die Zone. Ja. Mist, ich komme da nicht durch. Nein. Nein. So, die nehme ich jetzt kurz noch, bevor ich weitergehe. Und weiter geht's. Haben wir noch Glück gehabt. Der ist schon höher gekommen. Weg, jetzt ist er weg. Das Schild können wir schon nehmen. Wir können es auch kurz hier in dem Pilz verstecken. Ist es auch sicherer. Wir haben gar nicht mal, wir haben eigentlich nur ein Sturmgewehr. Jetzt noch ein Revolver. Also wir haben schon noch eine Sniper, aber keine Ahnung, die kann nicht so umgehen. Was mache ich eigentlich hier? Ich sehe es kommen, dass ich jetzt an der Zone sterbe. Alter. Ich habe ihn, glaube ich, sogar getroffen. Oder? So. Ohne hier in die Zone rein. Der hat selber einen Sniper. Bruder. Der Sniper will mich selber snipen. Das machst du ja aber nicht. Ey, der will mich wirklich snipen hier. Also das geht jetzt echt gar nicht. Weg mit dir jetzt. Nein, das ist doch krank. Der, ja toll. Ich wollte doch einmal nur gewinnen. Wenn du... Das ist ja echt krank. Aber wir machen jetzt noch den letzten Kampf für heute, würde ich jetzt sagen. Erstmal sammeln wir bei den Trophäen noch was ein. Beim Straße der Trophäen. Oh. Diesen Werkzeugkasten, wo wir die ganze Zeit gesehen haben, den haben wir jetzt sogar bekommen. Neukiste. Gut. Den können wir nicht. Dann wenden wir die doch gleich mal an. Verwenden. Zack. Und nächste Kammer. Ja, also wir haben jetzt eine neue. Ja, Kiste. Great. Oder Kiste halt, ja. Wenn man schon auf Deutsch stellt, dann muss man es auch auf Deutsch sagen. Kiste. Also wie gesagt, nicht Premium-Mitglied, sondern Premium-VIP-Mitglied. War das vorher. Egal. Das ist interessant, sehr zurück. Also wie gesagt, letzter Kampf hier. Und go. Hä? Achso, ich dachte schon, ich hätte die alten noch. Ich hab zu wenig. Ja, normal baue ich ja gar nicht mal. Weg mit dir. Beeil dich. Weil hier ist nämlich ein Gegner. Pyrolieferung. Also das heißt, die Dinge sind jetzt da. Die Kisten holt halt kein Mensch. Meistens, außer ich. Also dann holen wir die wieder. Können vielleicht auch mal eine Challenge machen. Nur das aus der Kiste darf man benutzen und so. Also
hatten wir jetzt zum Beispiel Pech, weil wir jetzt eigentlich nur 3 Granaten und 2 Ding hatten. Beziehungsweise, man kann auch sagen, nur aus Kitten, also das heißt nicht nur eine, sondern ich habe nur noch eine Granate. Ich habe mich selber. Nein, ich habe mich selber. Die Granate. Ich bin selber in die Granate reingelaufen. Ja. Das war das beste Ende von allen, auf jeden Fall. Sie ja selber in die Granate reinlaufen. Das ist gar nicht gut. Dann würde ich sagen, ja, was würde ich wohl sagen? Das, was ich immer sage. Sehen wir uns nächstes Mal wieder. Und ja.